Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen in Haselünne. Das Wetter lädt hier Ende Januar 2022 zwar nicht zum Radfahren ein, aber ich habe mir heute trotzdem eine ganztägige Tour vorgenommen. Und warum ich das hier heute bei diesem Wetter mache, dazu gleich mehr nach dem Intro. Ja, der Grund, dass ich bei diesem miesen Wetter hier heute unterwegs bin, ist, dass mein Auto hier Ferien macht. Das ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und hier im Emsland gibt es halt in der Nähe von Hasel ein gutes Sanatorium für Fahrzeuge, die ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Das macht hier halt jetzt eine Woche Urlaub, das Auto, und ich muss ja irgendwie nach Hause kommen. Also habe ich mir das Rad mitgenommen und zum Glück auch das E-Bike. Ich habe euch ja abstimmen lassen auf meinem neuen Kanal Swobo Live. Im Live-Chat habt ihr abgestimmt, dass ich die nächste Tour mit dem E-Bike machen soll, nicht mit dem normalen Tourenrad. Habe ich also Glück gehabt. Das werden hier gut 100, 110, 120 Kilometer heute werden. Und ich freue mich, bin ganz gespannt, auch wenn das Wetter jetzt miserabel ist hier mit dem Regen heute Morgen. Aber es kann ja immer noch schlimmer kommen, ne? Ich weiß zwar jetzt nicht was, Gegenwind zum Beispiel. Aber mit dem E-Bike wäre das ja auch nicht das größte Problem. Aber ich schaue mal. Ich habe auch kein Ladegerät dabei. Das heißt, ich muss hier konsequent möglichst ohne Akku fahren oder im Eco-Modus, und dann schauen wir mal. Sollte im Emsland ja nicht so das Problem sein, ist ja hauptsächlich flach hier die Gegend. Und ich fahre jetzt von Haselünne in Richtung Fürstenau. Da war ich mit dem Rad auch noch nie. Das ist so eine Gegend, die Radreisende eigentlich so nicht durchfahren, wenn man jetzt vom Süden nach Norden oder Norden nach Süden fährt. Viele fahren dann ja Dortmund-Ems-Kanal entlang über Meppen rauf nach Emden oder so eine D-Land-Route, die läuft über Osnabrück, so ein Fernradweg. Ich weiß gar nicht, welcher das jetzt ist. Jedenfalls, ich fahre jetzt in die Nähe von Osnabrück Richtung Fürstenau und dann schauen wir mal, was es hier heute zu sehen gibt. Ich habe mir zwei Dinge vorgenommen, nämlich im Hellen ankommen. Ich habe so, ja, 9 Uhr bin ich losgefahren. Da habe ich so 7-8 Stunden Zeit, bis es dämmert und dunkel wird. So richtig hell wird es ja heute auch gar nicht. Und ich habe mir als zweites vorgenommen, jetzt nicht nur hier durchzuballern, also Vollgas und gib ihm und zu Hause ankommen, nein, sondern auch ein bisschen die Strecke genießen. Soweit das Wetter das natürlich zulässt, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich bin ja vernünftig angezogen und ich war ja schon mal draußen, als es geregnet hat. Das kenne ich ja auch, ne? Also schauen wir mal, was es heute zu sehen gibt. Nach gut 12,5 Kilometer muss ich doch sagen, erstmal so ein bisschen eintönig hier an der Bundesstraße lang zu radeln. Aber das wird sich gleich noch ändern. Ja, liebe Leute, so langsam kommt ein bisschen Abwechslung in die Strecke, denn der Radweg verläuft jetzt nicht mehr rechts neben der Bundesstraße, sondern links. Tippitoppi. Nach jetzt knapp 30 Kilometern und davon ein großes Stück entlang der Bundesstraße bin ich jetzt hier an dieser Schutzhütte angekommen. Die hatte ich auch gezielt angesteuert. Ich habe die Tour ja heute auch wieder mit Komoot geplant. Und mittlerweile bin ich auch nicht mehr im Emsland. Ich bin jetzt hier im Osnabrücker Land in der Nähe von Fürstenau. Und ich hatte gerade auch schon mal so ein bisschen da oben die Sonne gesehen, die ist durchgekommen. Habe ich ein bisschen angelächelt. Jetzt, wo ich die Kamera angemacht habe, lässt sie mich wieder ein bisschen im Stich. Aber ich habe jetzt hier diese Schutzhütte angesteuert, wie gesagt, erstmal ein bisschen frühstücken, denn ich bin heute Morgen nicht so pünktlich losgekommen, wie ich eigentlich wollte. Und darum habe ich noch gar nichts gegessen. Und nach anderthalb Stunden Radfahren jetzt habe ich mal ein bisschen Hunger, ne? Ich bin ja hier heute mit richtig vollgepackter Tasche unterwegs, denn Optimist wie ich bin, habe ich auch die Drohne eingepackt. Und was man sonst noch so braucht für eine ganztägige Tour aus meiner Sicht, nämlich auch was zu essen. Ich habe den Kocher dabei, ich werde jetzt zum Frühstück noch nichts kochen, aber habe ich mir später schon vorgenommen. Und ich lasse mich mal überraschen, ob ich irgendwo auf der Strecke halt einen Automat finde, an irgendeinem Hof oder einen Hofladen, der offen hat, wo ich mir was kaufen kann. Supermarkt wollte ich jetzt extra gezielt nicht ansteuern,
sondern ich wollte mich mal überraschen lassen, was ich sonst noch so hier am Wegesrand finde. Und zur Not habe ich sonst auch was mit. Und verhungern würde ich sonst ja auch nicht. Was ein großer Vorteil auch ist bei der Tasche hier, die ist ja recht groß. Und wie hier an der Seite zum Beispiel, konnte ich mein Flickzeug, falls ich eine Panne haben sollte, extra einpacken, dass man auch schnell drankommt. Das hat bei so einem Wetter, so Flickzeug packe ich sonst ja gerne ganz unten in die Tasche rein, weil es eigentlich was ist, was ich nicht ständig brauche. Bei so einem Wetter dann nicht die ganze Tasche auspacken muss, am besten noch irgendwo im Regen, um mal was zu schrauben oder zur Not auch einen Platten zu reparieren. Aber jetzt gibt's Frühstück. So. Ja, guck mal einer an, hier in Fürstenau im Osnabrücker Land kriegt man auch im Winter die Blumen zum Blühen, wenn die mal nicht künstlich sind. Und die Brücke über den Trog hier, ich lasse das mal unkommentiert, ist mir gerade aufgefallen am Wegesrand hier. Ganz nett, aber naja, okay. Was mir da direkt aufgefallen ist, auch hier die Kornbrennerei. Das finde ich ja spannend hier. Morschluck. Was hier alles gibt. Kakao-Nusslikör. Guck mal, ne? Zahlt sich doch aus, dass ich hier heute Morgen nicht so ganz flott unterwegs bin heute Vormittag. Durch Osnabrücker Land habe ich mir auch vorgenommen, ne? Ein bisschen ruhiger angehen lassen, auch die Umgebung ein bisschen wahrzunehmen. Und so in Fürstenau halt diese Leckerei fürs Auge hier gefunden. Und hier in Fürstenau gibt es auch ein Schloss und über dem Schloss einen blauen Himmel. Ich habe mich gerade ein bisschen schlau gemacht. Der erste Teil der Festungsanlage hier des Schlosses in Fürstenau stammt aus dem Jahre 1344, ist also auch schon fast 700 Jahre alt. Und so weit finde ich ja mal tippitoppi. Ne? So alte Steine gucken, wenn auch die Sonne scheint. Das ist was für mich. Ich wäre auch gerne ein bisschen hier mit der Drohne geflogen, aber darf man nicht. Dorfcafé. Nach jetzt knapp 40 Kilometern und noch knapp 70 Kilometern, die ich vor mir habe, komme ich jetzt wieder nach Nordrhein-Westfalen. Was ich allerdings bisher am Wegesrand nicht gesehen habe, ist so ein kleiner Hofladen oder so ein Verkaufsautomat oder ein Hinweisschild darauf. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich die Strecke natürlich wieder selbst zusammengestellt habe bei Komoot und jetzt nicht irgendeiner beschriebenen Radroute folge. Ne? Dass hier sonst halt keiner langfährt und sich das deswegen nicht lohnt. Aber es ist ja nicht nur für Radfahrer, es ist ja auch für die Bevölkerung. Aber ich bin da ganz optimistisch. Irgendwas wird noch kommen und ich radel jetzt hier weiter nach Nordrhein-Westfalen rein. Da ist der Himmel auch gleich viel blauer, wo es Richtung Heimat geht. Musik.
herzlich willkommen in Schale. Die Existenz dieses Ortes war mir bisher überhaupt nicht bekannt. Aber umso interessanter mal hier durchzuradeln und wie sich das im Münsterland gehört. Ja, ist noch gar nicht Münsterland, oder ist doch schon Münsterland? Nee, ist Osnabrücker Land. Hier läuten jedenfalls die Glocken. Samstagmittag, 12 Uhr. Das sieht doch vielversprechend aus hier. Der Dorfladen in Schale. Wir haben geöffnet. Nur leider sieht die Realität ein bisschen anders aus. Erst habe ich mit dem Wetter schon kein Glück gehabt hier. Heute bei der Tour. Und dann habe ich auch noch Pech mit meiner zeitlichen Planung. Punkt 12 Uhr, die Glocken, die gerade noch gehört. Und es steht Öffnungszeiten bis 12 Uhr. Aber so wie das aussieht, hat er auch schon vorher zugehabt. Tja. Ich hoffe dann weiterhin auf so einen Automaten, wo ich was zu essen kriege. Kaum 100 Meter weiter jetzt hier hinter dem geschlossenen Dorfladen schon wieder was zu sehen. So Wappen aus Bronze. Dorfwappen. Und ich weiß nicht, ist das Münsterland indianischen Ursprungs? Wüsste ich jetzt auch nicht. Aber das sieht doch aus wie so ein Marterpfahl. Müssen wir mal gucken, was steht denn da? Stamm der Skaldi-Apachen. Ja, die Webseite ist leider nicht mehr gut zu sehen darunter. Skaldi-Apachen. Also das google ich mal eben. Das will ich jetzt wissen, warum hier jetzt ein Marterpfahl steht. Ja, liebe Leute, das Internet hält sich ein bisschen bedeckt mit Informationen über die Skaldi-Apachen hier beim Örtchen Schale. Im Kreis Steinfurt. Und ich dachte immer so, was es bei Wikipedia nicht gibt, das gibt es auch nicht. Aber es gibt es anscheinend ja doch. Wir haben ja hier den Marterpfahl, den Hinweis darauf. Einzige, was ich rausgefunden habe, dass ein bisschen was mit der Werbegemeinschaft Hopsten hier zu tun hat, dass es irgendwie so eine 12-Stämme-Tour gibt. So ein Marketing-Gag wahrscheinlich dann. Aber weiß ich jetzt auch nicht. Aber interessant, ne? Wenn man die Augen aufmacht, am Wegesrand, was man da so stehen sieht. Dass heute ja kein Wetter zum in der Sonne sitzen sein würde, war ja klar für mich bei der Planung. Und darum habe ich mir mehrere solche Hütten hier an der Tour zusammengesucht, die hier jetzt nach 45 Kilometern, also werde ich mal weiter radeln. Ich gebe ja nicht auf, aber auch schön, ne? Guck mal, mit Scheiben drin. Dass es dann auch nicht kalt ist, dass es nicht zieht. Tippitoppi. Hier direkt die nächste Pausenmöglichkeit. Und das lädt ja auch schon echt ein. Ne? Guck mal, 1 Kilometer links gibt es Wohnungen. Hof Brinker steht da. Biergartenkuchen. Ja. Da falle ich jetzt nicht drauf rein. Der Dorfladen war ja auch schon geschlossen. Nein. Ich radel jetzt weiter. Ich gebe die Suche nicht auf. Einen Sobo-Futterautomaten. Herzlich willkommen hier in Hopsten im Kreis Steinfurt und hier die nächste Schutzhütte. Also auf schlecht Wetter liegende Radfahrer ist man hier offensichtlich vorbereitet. Ja. Und sonst halt so ein kleines beschauliches Dörfchen hier. Und
Und für mich jetzt hier ganz überraschend, einfach so an der Bushaltestelle abgestellt, hingestellt oder ausgestellt, wie auch immer, diese alte Grubenbahn hier. Aber so überraschend ist das hier gar nicht, weil es ist in der Nähe von Imbüren und da gab es ja auch einen Steinkohlebergbau. Und darum zur Erinnerung hier diese Grubenbahn, wo die bestimmt auch mal in echt unter Tage eingesetzt war. Ich zähle die Unterstände und Hütten, die ich hier heute am Wegesrand sehe, schon gar nicht mehr mit. Aber ich wette mit euch, denn wenn ich gleich eine brauche zum Kochen, dann werde ich keine finden. So, mehr als die Hälfte habe ich jetzt auch mittlerweile hinter mir gebracht. Jetzt habe ich so langsam Hunger. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen hier an Südholland mit den schmalen Straßen. Dürfen sich auch keine großen Fahrzeuge entgegenkommen hier. Ja, liebe Leute, hier bei Hopsten, ganz grob gesehen liegt das genau zwischen Osnabrück und Münster. Wenn man jetzt mal weiter wegkommt, das kennt ihr Hopsten bestimmt nicht, liegt der Herthasee und der Campingplatz hier am Herthasee. Das hier ist der Herthasee, beziehungsweise aktuell ist der ziemlich leer. Ich glaube, die haben hier gebaggert und wieder ein bisschen was vorbereitet. Das ist eine ganz tolle Anlage, wenn man kleine Kinder hat. Ich war mit den Kindern hier auch schon mal zelten, als sie noch wirklich klein waren. Und die können dann hier mit dem Kettcar um den See rumfahren. Ist halt sehr überschaubar, familienfreundlich. Modern, da sind auch Hütten, Blockhütten, die man mieten kann. Und was die hier auch haben, was ich immer ganz toll finde, ist so eine E-Bike-Lademöglichkeit, die auch in Funktion ist. Ich muss hier bloß meinen Euro reinschmeißen, damit ich abschließen kann und den Schlüssel nachher dann wieder zurückbringe sozusagen, weil Sicherheit. Und da ist eine Steckdose drin und da könnte ich dann auch mein E-Bike laden, wenn ich wollte. Nee, die Bank lädt mich jetzt hier nicht ein. Zum Kochen möchte ich doch ein bisschen was Bequemeres haben. Das geschützt alles. Herzlich willkommen in Hörstel. Vor uns dann hier die Kirche in Hörstel. Bei schönem Wetter bestimmt auch ein schöner Anblick, aber so finde ich auch. Gar nicht mal so verkehrt, ne? Unverbaut. Und da geht es jetzt weiter Richtung Hüttensuche. Kilometer 70 auf meiner heutigen Tour hier und ich bin jetzt hier am nassen Dreieck und das ist hier hinter mir. Das ist ein Wasserstraßenkreuz. Von hier hinten kommt der Dortmund-Ems-Kanal. Der fließt auch hier weiter. Da radel ich auch gleich weiter entlang und darunter zweigt der Mittellandkanal ab. Und analog zum Autobahndreieck hier ist das hier das als nasses Dreieck bezeichnet worden. Die Gaststätte da hinten ist natürlich auch am nassen Dreieck. Ja, da gibt es noch ein bisschen was zu besichtigen. Da war ich ja auch schon mal auf einer Tour mit Andrea, ich glaube vor 2 Jahren. Die heißt auch am nassen Dreieck. Müsst ihr mal gucken, wenn euch das interessiert. Ich blende euch mal oben ein den Link zu dem Video. Ja, und ich radel jetzt, wie gesagt, hier weiter am Dortmund-Ems-Kanal Richtung Münsterland. Das ist jetzt hier Tecklenburger Land, Naturpark, Teutoburger Wald. Und wenn hier schon so eine schöne alte Metallbrücke steht, dann will ich da mal rüberfahren. Ne? Ja, wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Das ist eine Fußgängerbrücke. Guck mal, da hast du rechts und links aber auch nicht mehr viel Platz. Da
Muss auch genau passen, wenn du im Schiff hier durch musst, ne? Ja, liebe Leute, so hatte ich mir dann vorgestellt, hier durch den Wald zu fahren. Und die Realität sah dann doch eher so ein bisschen matschig aus. Wir machen hier halt Waldarbeiten, Bäume fällen. Und dann sieht das halt so aus, ne? Aber hier noch wieder so einen schönen Stein gefunden. Der heilige Antonius. Und nach so einer Tour muss man sich auch keinen Kopf machen, ob man das Fahrrad sauber macht oder einfach nur so wegstellt. Die Frage beantwortet sich ja automatisch. Ne? Das ist, ja, ohne Worte. Nach jetzt 5,5 Stunden reiner Fahrzeit und 85 Kilometern sage ich mal herzlich willkommen an der Ems. Ich fahre jetzt ein Stückchen Ems-Radweg Richtung Emsdetten und hier über die wunderschöne Brücke hier geht es jetzt weiter auf der Suche nach der Rastmöglichkeit. Das ist immer das Gleiche mit mir. Ne? Am Anfang ganz viele Hütten, da hatte ich ja auch geguckt extra, dass ich zum Frühstück irgendwie einen Unterstand habe. Zum Ende raus dachte ich mir, ja, im Münsterland, da findest du wohl was. Da wird sich auch noch was ergeben, denn ich werde jetzt nicht hungrig nach Hause kommen. Nein, ich habe mir was zu essen mitgenommen und weil ich ja keinen Automaten gefunden habe, das wird gleich was. Man kann sich hier auch gar nicht vertun, dass man auf dem Ems-Radweg unterwegs ist, denn die Ems ist praktisch hier in den Boden eingelassen. Muss man darauf achten. Jetzt kommt wieder eine. Jetzt kommt auch schon wieder die nächste. Also doch sehr regelmäßig jetzt hier. Dass man weiß, dass man hier richtig unterwegs ist. Hier auch wieder eine Rastbank, aber nee, das reicht mir nicht, Leute. Guck mal, das hat doch was hier, ne? Der Radweg hier. Wenn es dunkel ist, musst du aber ganz schön aufpassen, wenn du hier zügig unterwegs bist. Ja, wird dann richtig was geboten auf die letzten Kilometer hier. Wisst ihr, was ich mich gerade frage, warum ich als Hobby nicht eine Modelleisenbahn im Keller habe? Ja, warum muss ich gerade so eine Ideen haben, bei dem Wetter hier Rad zu fahren? Ja, nein, Quatsch, ich hatte mal eine Modelleisenbahn. Der Swobo gehört an die frische Luft. Kurze Bestandsaufnahme hier bei Kilometer 101,37. Verbleibende Strecke noch 12,6 Kilometer. Ja, liebe Leute, richtig Unterstand, ein Shelter, irgendwas, wo ich mich reinsetzen kann. Wie am Anfang der Tour habe ich jetzt hier nirgendwo mehr gefunden. Das ist natürlich so ein grober Planungsfehler von mir. Ich habe die Tour gestern Abend zusammengestellt und am Anfang kam echt alle paar Kilometer so eine Hütte bei Komo. Da dachte ich mir, da geht ja gut los, geht so weiter. Da soll sich wohl was ergeben. Ja, war wohl nicht so. Dementsprechend wird das mit dem Kochen wohl für mich hier nichts wert. Da macht irgendwie keinen Sinn mehr. Kann ich besser zusehen, dass ich im Hellen nach Hause komme. Ich soll eben schauen, wie spät haben wir es jetzt hier? 15:53 Uhr.
Das soll aber auf jeden Fall klappen. Ne? Dreiviertel Stündchen noch, das ist auf jeden Fall noch hell. Und ich werde mich jetzt hier hinpflanzen. Ist jetzt nicht der schönste Ort, aber hier regnet es wenigstens nicht runter. Und erst noch mein letztes Butterbrot. Und ich habe mir noch ein Mettentchen mitgenommen. Besser als nichts. Ja, wenn meine Mutter sieht, dass ich hier unter einer Brücke ende. Auweia. Den Helm mal absetzen. So. Ist auch interessant, wenn ich jetzt hier hinten auf den kleinen Monitor an der GoPro gucke, sieht das Gras hier rechts richtig grün aus und alles ein bisschen heller. Ich kann mir die Fahrradfahrt hier live auch besser auf dem kleinen Bildschirm angucken, als in real abgefahren. Hier ist bestimmt irgendwann, dass man sich so eine 3D-Brille aufsetzt oder irgendwas und bei schlechtem Wetter wirklich fährt und das schöne Wetter sieht oder so. Können wir auf Ideen hier? Mann, oh Mann. Und das noch hier, Herausforderung zum Schluss da vorne. Mal eine richtig schöne Steigung. Noch extra noch Akku gespart. 7%. Fahre ich jetzt im Tourmodus rauf. Ganz gemütlich. Und Restreichweite habe ich ja auch nur noch im Tourmodus 14 Kilometer. Heißt für mich jetzt als Erkenntnis heute hier, wenn man den ganzen Tag bei 3 Grad Außentemperatur unterwegs ist hier im Winter, ist nach gut 100 Kilometern der Akku platt. Viel mehr geht da nicht. Ich werde das nachher 110, 115 sowas haben. Bin ja hauptsächlich im Eco-Modus gefahren, so wie jetzt mal im Tour, was ein bisschen raufgehen ganz kurz und auch ein ganzes Stück auch ganz ohne Unterstützung. Also ich sag mal so, als Rechengröße für mich jetzt, Winter, 100 Kilometer, mehr geht nicht. Und von hier oben hat man eigentlich jetzt auch eine schöne Aussicht auf meine Wahlheimat, auf die Baumberge, aber wie ihr sehen könnt, seht ihr nichts. Die muss ich euch dann bei einer anderen Tour zeigen. Ja, liebe Leute, ich bin gleich wieder zu Hause. Da hinten wohne ich in der Siedlung. Und hier hat der nette Herr, der hier seine Firma hat, eine Möglichkeit geschaffen, E-Bikes zu laden. Bei Komoot habe ich das schon eingestellt. Und auch sonst mal ein Foto bei Instagram und so weiter. Und ich finde, das ist ganz gelungen hier. Auch mit dem Spruch hier, kein Tag hat genug Zeit. Aber jeden Tag sollten wir uns genug Zeit nehmen. Und so komme ich dann mal zur Zusammenfassung hier heute von wegen Zeit und Tour. Ja, Restreichweite, fangen wir mal so an hier. Wir müssen uns nicht irritieren lassen auch, dass das Navi hat eine andere Kilometergesamtzahl als das Fahrrad, weil ich das Navi nicht von vornherein anhatte. Also Restreichweite 13 Kilometer im Eco-Modus ist nicht mehr so viel. Strecke 113,63 Kilometer, ja. Uhrzeit 16.37 Uhr. Ich habe immer noch das Fahrrad auf Sommerzeit stehen. Aber 16.37 Uhr, 9 Uhr bin ich gestartet. Heißt, ich war 7,5 Stunden jetzt unterwegs, wenn ich das richtig gerechnet habe. Und das reicht mir auch. Ne? Da muss ich jetzt auch nicht mehr schönreden und sagen, oh, hat mir Spaß gemacht, war eine tolle Tour, auch wenn es kalt und regnerisch war. Hat mir auch Spaß gemacht, die ersten 5 Stunden. Irgendwann ist man auch gar. Ne? Und jetzt keine Möglichkeit, mit der Hütte was zu kochen, irgendwo nichts gefunden habe. War nicht so toll. Und ich habe noch ein bisschen was vor mir gleich. Wenn ihr mal schaut. Das kann man nicht so lassen. Und gerade jetzt mit dem Rad mit Kettenschaltung. Das muss gleich noch gemacht werden. Ja, also wird
der Abend nicht langweilig. Die Abendgestaltung ist praktisch festgelegt. Ich mache meinen Rad gleich sauber. Wird auch langsam schon dunkel. Bin ich froh, dass ich wieder zu Hause bin. Ich hoffe, euch hat es doch ein bisschen Spaß gemacht, mich hier heute zu begleiten. Ihr sitzt ja auch im Warmen. Und nicht so wie ich hier den ganzen Tag bei 3 Grad auf dem Rad. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da. Wenn noch nicht hat, darf natürlich gerne den Kanal abonnieren und auch meinen anderen Kanal Swobo Live. Da habe ich ja Glück gehabt heute, dass ihr da abgestimmt habt, dass ich mit dem E-Bike fahre und nicht mit dem Tourenrad. Und ja, und bei mir ist noch Tschüss zu sagen für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Swobo. Tschüss.